aber es war auch was ganz anderes. Sie sagen ja, sie hat ihren Busen auch gemacht. Also meiner sieht ja genauso aus. So Silikon, ob sich das gut anfühlt? Weiß es nicht. Du kannst anfassen, wir durften alle anfassen. Nein? Doch? Nein, will ich aber nicht. Das war das ähnliche Schöne hier, dass ich gestern 4 Brüste angefasst habe. Ja, aber doch nicht ihren. Vielleicht denke ich mal nach über so eine Busen-OP. Ja, ist ja auch blöd. Kaufst du einfach einen guten BH, weißt du, da sieht das halt auch einfach so aus. Ist ja egal. Olé, olé, olé. Hast du übrigens gemachte Brüste? Nein. Oder sind deine echt? Echt. Dann, ach du hast echte Brüste. Ja, was? Echte Brüste? Es geht hier immer um Sex, Figur, gemachte Möppis. Was ist denn hier los? Ich um mein Holz. Oh, die sind schon weich. Das war das einzige Gute nach so vielen Schwangerschaften. Dass du Bubis bekommen hast? Nö, dass die noch so sind, wie sie sind. Ich bin einfach froh, dass du Brüste hast und nicht zum Arzt gehen musst. Sie sind nicht so fest wahrscheinlich wie eure. Erik, ich bin ausgesetzt. Die haben alle so feste Brüste. Ja, da war immer noch Zeugs drin. Also ihr hättet eben ja auch vorher sagen können, dass hier alles Mädels sind mit gemachten Huben in diesem Silikon-Club hier. Leute, da hätte ich vielleicht auch noch mal drüber nachgedacht. Es verurteile ich überhaupt nicht. Was? Brüste gemacht zu haben. Leute, echt. Ist auch egal. Ich bin, wie ich bin.